Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sloxicon Quiz mit allen unseren Teammates. Hallo! Hallo! Das Sloxicon Quiz ist eine Mischung aus unserem Lexicon Quiz und aus unserem Slogans Quiz. Das heißt, ich werde gleich etwas sagen, entweder einen Begriff oder eine Firma. Und eure Aufgabe, also die Aufgabe der Mitspieler, ist es, entweder den Slogan dazu zu predikten und mir zu schreiben oder aber den Eintrag im Lexikon oder Duden. Haben wir nur Slogans oder auch Lexikon? Beides. Wir sind im Sloxicon-Quiz, deswegen haben wir beides heute. Richtig verrückt. Mal gucken, ob das passt. Ich geschrieben habe. Und dann werde ich unseren vier Teilnehmern die Wahrheit und ihre vier Predictions präsentieren und die müssen nacheinander entscheiden, was sie für das Richtige halten. Bevor wieder die Frage kommt und am Ende wieder deswegen die Dinger nicht genommen werden, was ist mit Punkt und so weiter am Ende und Ausrufezeichen etc. Großschreiben am Anfang. Großschreiben am Anfang. Es kann passieren. Es muss aber nicht. Also ist keine Regel, okay. Es gibt da keine Regel. Letztes Mal hatten wir sogar Rechtschreibfehler drin, oder? Ja, gut, das wollte ich auch gerade sagen. Also Rechtschreibfehler sehe ich jetzt hier gerade nicht in den richtigen Antworten. Also darf ich da aufpassen. Okay. Gut. Ihr habt Zeit dann wie immer, um euch das auszudenken. Aber nicht viele Zeit, sondern nur eine Zeit. Die Füllzeit, bis er herausgefunden hat, Zeit, wie viele Sekunden es sind. Ich entscheide jetzt einfach, weil ich dich. Ich entscheide, ihr habt heute als Special 30 Sekunden Zeit. Oh. Oder als Special nur 5 Sekunden. Das ist wenig. So schnell ist es. Wird schon. Ja, dann kommen vielleicht lustige Sachen dabei rum. 30 Sekunden sind ja ewig zum Tippen. Ja, ewig, ey. Peter, ewig. Ja. Ja, das passt aber schon. Kürzer ist meistens besser. Ja, ich hätte von euch gerne die Erklärung aus dem Lexikon in einem Satz, was bedeutet Katzenkopfpflaster? Katzenkopfpflaster. Ich schicke es euch hier auch zum Nachlesen. Und eure Zeit läuft. 5, 4, 3, 2, 1. Bitte senden Alter, Sie Ihre Antwort. Okay, das war okay. Die Kombination mit einem Wort, was halt echt tricky ist. Oh mein Gott. Oh schwierig. Alter, ich hasse die kurze Zeit jetzt schon. Ich hatte Löten, bis der Arzt kommt, hat nicht funktioniert. Alter, ja, ich habe sogar noch Sachen eingefügt und jetzt fällt mir auf, ja, hubbela. Da habe ich was vergessen. Da fehlt einfach mal das Verb. Fand ich echt schade. Was war dein Spruch, Christian? Den du hattest als vorher, wo du gesagt hast, gucken, ob das passt. Vorher habe ich wieder geschrieben, weil 4 gewinnt. Ach verdammt. So. Bei mir war löten, bis der Arzt kommt. Alter, das hätte auch fast gepasst. Ihr habt euch beide weiterentwickelt davon. Also das ist nicht etwas, was ihr nehmen wollt. Okay, aber jetzt kommen wir zu den 5 ausgesuchten Predictions. Gott. Was denn Katzenkopfpflaster ist? Ist es eine Kopfsteinpflasterform, welche besonders bei Gehwegen benutzt wird? Ist es? Da steht benutzt wird. Was? Habe ich nicht genutzt wird gesagt? Du hast benutzt gesagt. Was ist denn jetzt das Richtige? Kopfsteinpflasterform, welche besonders bei Gehwegen genutzt wird. Ah, okay. Ist das nur verschluckt worden? Das, was ich schreibe, ist kopiert. Deswegen ist das immer das Richtige. Ja, okay. Ist es grobes Pflaster aus rundlich gehauenen Natursteinen? Ist es eine Art Pflaster, jedoch mit in der Regel lustigen Katzenmotiven? Oder hat jemand gedacht wie ich? Ist es ein extra großes Pflaster für den Kopf mit süßen Kätzchen drauf? Oh nein. Oder ist es eine Verlegetechnik im Straßenbau für Abwasserinnen? Sebastian darf als Abwasser erster und Abwasserinnen. Rinnen. Ja. Abwasser. Abwasserinnen steht. Ach nee, das wird nur mit R mal geschrieben. Abwasserinnen. Sebastian, was glaubst du, ist die Lexikon-Definition von ist ja, Katzen? Ist ja schon mein Metier, ne? Katzenmotive und Kettchen sind erstmal raus.
Grobes Pflaster aus rundlich gehauenem Naturstein. Klingt auf jeden Fall schon mal wild. Verlegetechnik im Straßenbau. Abwasser. Was? Auf jeden Fall. Fünf hast du zur Auswahl. Guck ja, mal, obwohl ihr so wenig Zeit hattet, ist er schon hart am struggeln. Tendiere zu. Er überlegt halt zwischen 4 und weiß ich nicht, 5. Denke ja. ich, ne? Genau. Du kannst meine Gedanken fast lesen. Ja. Ich nehme mal die 2. Sebastian sagt 2. Das ist selbst. Sure. Christian. 5. 5. 5. Oh, große. Sagt der Jonathan auch. Und der Brammen? Nee. Also, die Katzenmotive sind wahrscheinlich nicht. War bei Kettchen und ich war der andere, also ist da drauf. Ja, ich sag doch, weißt du, ich musste noch, weil musste noch nachmachen, weißt du, für den Kopf, weißt du, musste ich noch einfügen. Dann habe ich gesehen, oh, da fehlt ein Z, aber da musste ich schon. Ja, ich war auch so, mein Satz im Kopf Scheiße, war so lang und dann war eine Art Pflaster, komm mal jedoch mit, komm mal in der Regel. Ja, was schreibe ich hier gerade? Und Christian die ganze Zeit, nicht Christian Peter, jetzt noch 7 Sekunden, jetzt noch 5. Das war nicht so geil. Okay. Kopfsteinpflaster von welchem? Boah, nee, ich halte die 5. Die 5 halte ich für Schwachsinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Abwasserrinnen hängen am Haus. Hä? Nein. Dachrinne heißen die doch dann. Nein, ja. Abwasserrinnen sind doch. Dachrinnen. Kennst du, aber du warst doch mal bei mir zu Hause in Weeze, oder? Ja, ich war bei dir zu Hause. Wo du, wir haben quasi so eine Abwasserrinne vor unserer Straße, bevor wir vom Hof runterkommen, weil damit das Wasser runterfließt vom Also Berg. Ich will dich da nicht auf eine falsche Fährte rufen. Also ich will dich auch nicht auf eine falsche Fährte rufen, aber es ist eine Abwasserrinne. Ja, als Info, du hast doch eine Straße, wenn du diese, weißt, wenn du dir eine Straße vorstellst, die aus einem Guss sozusagen besteht. Ja, ja, hast aber du ja manchmal recht. Wasserrinne? Das heißt Dachrinne. Keine Ahnung, meinst. Keine Ahnung. Ich hab nur die 5. Ich bin bei Sepp. Ich nehme auch die 2. Oh, du bist auf Groß Sepp reingefallen. Nice. Du bist richtig echt auf nice, Sepp reingefallen, Bram. Wer ist hier Alter. Auf wen reingefallen? Ist ja, Sepp ist auf Bram ist auf Sepp reingefallen. Gar kein reingefallen. Einfach. Ja, wir haben das richtig. Bram ist auf Sepp reingefallen, ja, sagt nicht. Der Jonathan. In ja, Wahrheit sind auf Sepp reingefallen Christian und Jonathan. Verdammt! Ihr Lappen, ey. Da hat der Karma direkt eine gegeben. Ey, also niemals! Wieso denn Karma? Also, das hat ja nur bei Jay ist es Karma. Nur bei Jay. Nicht. Ja, bei dir nicht. Bei dir war Pech. Ich war fest davon überzeugt, dass Sepp seine eigenes genommen hat. Nee, hat Sepp nicht. Sepp hat die Wahrheit genommen und deswegen bekommt das er sogar 3 Punkte hier direkt am Anfang. Und Bram bekommt sick. Auch einen Punkt. Das ist sehr stark. Stark. Das ist sehr stark. Ja, in der Tat. Wieso ist denn diese Seite hier? Nee, ich hatte auch keine Ahnung, wann ich dazu schreiben soll, muss ich ehrlich sagen. Ja, fand ich auch super schwierig. Ich dachte, jetzt seid ihr aber warm. Ja. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen leichter. Natürlich. Jetzt möchte ich nämlich von euch einen Slogan bekommen zu einem Unternehmen. Das ist easy. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, wie sich die Slogans diesmal zusammensetzen. Die Quelle ist slogans.de und es wird immer der aktuelle Slogan genommen. Mhm. Also manchmal gibt es da Unternehmen, von denen haben wir Slogans im Kopf, aber vielleicht sind da nicht die aktuellen. Aber es geht ja nur darum, entweder das Richtige zu treffen, was die aktuellen sind, oder die anderen ins Falsche zu baiten. Mhm. Ich hätte gerne von euch den Slogan in 30 Sekunden von Penny, also dem Pennymarkt. Was haben die denn für einen Slogan? Und eure 30 Sekunden laufen. Vorbei! So, was ich sagen wollte, jemand von euch hat eine geile Tabelle programmiert. Die werde ich mir fürs nächste Mal angucken. Die habe ich leider zu kurzfristig jetzt gesehen für diese Folge, aber bei der nächsten gibt's was Neues. So, kommen wir zu den Predictions und der Wahrheit. Wir haben bei Penny, beziehungsweise dem Pennymarkt, als Vorschlag 1. Erstmal zu Penny. Als Vorschlag 2. Weil's besser ist. Als Vorschlag 3. Große Auswahl, kleine Preise.
als Vorschlag 4. Gut, günstig, Penny. Und als Vorschlag 5. Wer günstig will, muss Penny. Und diesmal muss Christian als erstes predikten. Ja, aber das heißt müssen. Also ich werde hier jetzt auch ganz offen sprechen. Ich brauche ja nicht hier rumtaktieren. Erstmal zu Penny. Kann sein, dass es der alte ist. Große Auswahl, kleine Preise. Kann sein. Gut, günstig, Penny. Ich habe auch, vorher hast du gesehen, gut und günstig geschrieben. Das wäre aber vielleicht viel zu viel Werbung für die Edeka-Marke. Das habe ich auch gerade. Deswegen bin ich auch, wer günstig will, muss zu Penny. Also, Alter, ich habe keinen Arbeitsplan. Ich habe echt gesagt, keine Ahnung. Das kann wieder alles sein, deswegen. Das heißt, ihr habt alle einen guten Job gemacht. Wenn das alles sein kann, habt ihr einen guten Job gemacht. Ich muss mal eben. Wie viel Random.org? Random.org, max 5. Ja. Okay, Christian. Kommt die 4 nicht für dich. Also die Schmoofs, die jetzt kommen. Nehm die 3. Also wenn wirklich 4 der Original ist. Du nimmst die 3. Das ist ja das richtig das dumm. Klar. Ich nehme die 3. Christian nimmt die 3. Große Auswahl, kleine Preise. Jonathan. Also erstmal zu Penny kenne ich halt auch. So weil es besser ist. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Vielleicht habe ich das von Penny gehört. Vielleicht habe ich das aber auch einfach irgendwo bei in deinem keine WhatsApp Ahnung, gelesen. Irgendwo anders gehört. Gut und günstig, Penny ist Quatsch. Das ist halt, also Edeka hat nicht Penny gekauft. Und wer günstig will, muss Penny. Wer günstig will, muss Penny. Eigentlich könnte ich. Sag mal, muss nehmen. Penny? Das ist ja mega dumm. Ja, muss pinkeln. Muss Mama, Penny. Mama, ich da muss Penny. Ich auch gerade denken, muss pinkeln. Nee. Boah. Ich glaube, bei 3 hat Christian auch seinen genommen. Ich glaube, es ist. Der hat doch random gemacht. Ich nehme einfach. Nein. Ja, wow. Moment, ich war auch random.org. Ja, aber dem glaube ich dann und dir würde ich dann nicht glauben. Ich nehme die. Ja, warte. Random.org 2. Java ist veraltet. Du nimmst die 2. Penny war es besser. Ja, random.org hat bei mir 2. Ja, bla, bla, bla. Was denn? Okay, Christian, ja? Ja. Hast du wirklich random.org gemacht? Ja. Ich war. Hast du wirklich die 3 gekriegt? Selbst wenn, kann das trotzdem sein eigener sein. Und hast du die 3 gekriegt? Nein. Nein. Oh, shit, Junge. Okay. Christian ist auch einer, der macht gerade Christian, kann solche richtig smarten Tricks machen, weißt weil man das nicht von ihm erwartet. Ne, ehrlich, werde ich hier am längsten. Ich nehme die 3. Okay. Bram nimmt die 3. Große Auswahl, kleine Preise. Dann bleibt noch übrig der Sebastian. Das ist von Netto, by the way. Ich nehme die 5, weil das ist so schön. Das gehört belohnt. Wer günstig will, muss Penny, sagt er. Das ist so dumm, Peter, das war sogar ein Slogan. Ja, um hier mal mit random.org. Ich war auf random.org, hab 1 bis 5 eingegeben. Es haben alle ausgewählt, ne? Mhm. Ja. Ja. Es kam die 2. Ich dachte mir, die 2 nimmst du mal nicht. Also wäre zwar safe, aber was machst du Nummer gewesen? Und dann kam die 3 raus. Ja. Ah, warum hast also du die 2 genau nicht genommen, Christian? Oh nein. Weil es meins ist. Absolut korrekt. Ah. Deswegen bekommt Christian dafür schon mal einen Punkt. Weil was? Jay dann die 2 genommen hat. Was? So. Große Auswahl, kleine Preise. Da wollte der Jay irgendwie nicht die 3 nehmen. Warum wolltest du die 3 nicht nehmen, Jonathan? Weil ich den Punkt haben wollte für den richtigen Guess. Ah, und du wusstest, dass die 3 nicht der richtige gebaitet. Guess ist. Weil das meiner ist. Das richtig. Ist richtig. Das heißt, da bekommst du schon mal 2 Punkte. Yeah. So, das heißt, erstmal zu Penny ist richtig, gut, günstig, Penny ist richtig oder wer günstig will, muss Penny ist richtig. Und von den 3 Sachen... Wahrscheinlich erstmal zu Penny, halt einfach so richtig lame. Nee, wer günstig letzte. Will, muss Penny ist richtig. Was? Das ist ja, ein dummer... Ich meine auch, der war total dumm, aber das passt zu Penny. Total dumm. Diesmal eine Nullrunde für Bram. Der Penny, damals, wo Peter also, und ich noch müde in Köln ist, gewohnt Penny. Haben. Das kann ich halt machen, aber. War der Penny einfach Schmutz. Nicht, wer Penny ist halt echt kein geiler Einkaufsladen. Aber warum spart man sich das zu? Wer günstig will, weiß ich Penny. Nicht. Weißt du, haben so, die keinen Lieferdienst? Ja, weil die Leute, die da einkaufen, gehen halt auch was sparen wollen. Deswegen. Ja, deswegen sparen wir uns jetzt die Wörter. Deswegen sparen wir uns schon die Wörter. Beim nächsten Mal ist der nur Penny. Wer gönnt mir Penny?
Der war leider immer so rummelig. Du kannst doch einfach auch Penny. Und der Slogan ist Penny. Penny. Okay, wieso verschiebt sich das hier immer die ganze Zeit? Ich sag immer wieder, wir sollten einfach mal in die Werbeslogansbranche. Ich glaube, wir würden da richtig rausballern. Jetzt bin ich schon ein bisschen in der Werbebranche. Wir brauchen für Pizza halt auch nochmal einen neuen, ne? Lass mich. Okay, konzentriert euch. Ihr habt sofort wieder 30 Sekunden Zeit, um einen Slogan zu geben. Für was denn? Ja, ein Slogan. Diesmal geht es um Slogan wieder, so wie gerade. Und ich hätte von euch gerne den Slogan der CDU Rheinland-Pfalz. Ach du Scheiße. Bitte senden Sie mir jetzt das. Achso, ich muss abschicken. Ja. Dankeschön. Ich hab doch ein neues genommen. Ich wollte richtig was Dummes schreiben und dann hatte ich schon was Seriöses und dann dauert das. Wow. Ach, das ist mega dumm. Alter, man hätte auch voll den guten blauen Witz bringen können. Oh, scheiße. Ja, Fickt euch Grüne fand ich von Christian sehr lustig, aber er hat sich's nochmal geändert. Grüne. So, Vorschlag 1. Christlich in die Zukunft. Oh Gott, ist das unangenehm, bitte nicht. Bitte nicht. Ich finde die Kombination total geil. Also christlich in Zukunft ist super. Boah, das könnte ich mir auch noch wirklich vorstellen, halt einfach auch gegen die AfD zu wettern und so ein Scheiß. In die schwarze Zukunft vielleicht. Das ist so traurig. Vorschlag 2. Wir machen das. Da kennst du auch von den Praktika. Willy Boy. Bitte einer einfach läuft. Vorschlag 3. Wir sind Ihre Pfälzer Leberwürste. Oh Gott. Nein. Vorschlag 4. Wir zusammen für unser Bundesland. Hat jemand eine Klammer angesetzt? Und Vorschlag 5. Wir für Sie zusammen. Das sind die möglichen Slogans der CDU Rheinland-Pfalz. Und Jonathan darf als erster überlegen, was wohl die Wahrheit ist. Also, es ist nicht christlich in die Zukunft. So. Wir machen das, finde ich, ist so ein Spruch. Das Einzige, was nicht den machst du mit Merkel im Bild. Aber Merkel ist nicht die, die mehr im Fokus steht. Dann, wir sind die Pfälzer Leberwürste, was? Okay, die haben sich einen durchgezogen vorher und dann haben sie Vorschlag 3 genommen, dann Vorschlag 4, wir zusammen für unser Bundesland in Klammern, ich glaube, das hat auch einer von euch genommen, wir für sie zusammen, das kenne ich halt auch, habe ich auch schon mal gehört, das ist auch so ein... Und welches ist denn von dir? Ey, es muss ja, also das, ich sag einfach, es ist die 5. Okay, die 5 ist von Jay, okay. Ja. Jay sagt, wir für sie zusammen. CDU Rheinland-Pfalz. Bram, was denkst du denn? Oh, ich muss niesen. Ja gut, die 1 ist raus, ne? Also die 1 ist dann gesund. Gott. Alter, hui, der kam von ganz unten. Dankeschön. Die 3 ist, glaube ich, auch raus. Wir machen das. Ja, ne. Kann auch weißt du, Obi. Hey, das kommt jetzt noch an, mit welcher Stimme du das vorliest. Wir machen das. Praktika, wir machen Hagebaum, das. Nur 40% ohne Tiernahrung. Ja. 40% ohne Tiernahrung? Nein, also, wir zusammen für unser Bundestanz, bin ich irgendwie bei Jay. Auf der anderen Seite könnte das auch so ein hipper Marketing-Dude gewesen sein, weißt du, der meint, wir machen was Neues. Ja, das ist so ein typisches Ding, wo ich mir dann vorstelle, so einer kommt mit der Idee und alle vielleicht klatschen. Haben die auch einfach da ihre Leberwürste vorher abge... Weißt du, die hatten so Leberwurst-Korb hier, ich weiß nicht, wer da Rheinland-Pfalzer CDU-Typ ist und der hat dann so eine Packung, so Korb-Leberwürste vor sich im Schoß, das kann auch sein, aber das wir für sie zusammen klingt halt wirklich nach so einem richtig Standard-CDU-Spruch. Oh. Okay, also, vielleicht haben die du auch sagst, mit was deswegen, kommt? Ich sag auch die 5, glaube ich. Okay. Ja, ich nehme auch die 5. Ey, die haben bestimmt hier mit Nordwurst oder wie heißen die? Nordfleisch? Nordfleisch, nee, Rheinland-Pfalz? Ja, das stimmt. Ja, aber Tönnies ist ja NRW, was gibt es denn noch? Die haben auf jeden Fall. Rügenwalder! Mehr. Die Rügenwalder Hoeneß ist nämlich Hauptsponsor. Hoeneß-Würstchen. Davon will ich alle. Ist nämlich Hauptsponsor von der CDU und die haben gesagt: Boah, Leute. Wir geben euch
Weißt du, Mitarbeiter des Monats, wer irgendwas mit Wurst vorschlägt. Hat das direkt ist so einen Bonus bekommen. Also Christlich in die Zukunft ist halt eins, was keiner hat. Das ist schon mal, das startet nicht mit Bier. Aber ich muss Leberwürste belohnen. Ich nehme die 3. Ich finde das kreativ, dumm und lustig. Gut, Sepp nimmt die 3 und dann bleibt noch der Christian. Ich habe sehr, sehr viele Probleme aktuell, denn... Ja, wer nicht? Und du musst auch noch die Slogans überlegen. Wer möchte bitte als Wurst bezeichnet werden? Also ganz ehrlich, das Problem ist, die 4 ist sehr nah bei der 5. Mhm, kenn ich auch. Christlich in die Zukunft, wir machen das. Wenn das christlich in die Zukunft ist, ne, dann habe ich wirklich den Glauben verloren in die, also wirklich in die, das kannst du mir nicht erzählen. Also das hast du doch eh schon. Aber wirklich. Das war zuletzt. Ja, den habe ich auch verloren, dann, das stimmt, ne? Aber no way christlich in die Zukunft. Kann ich mal kurz. Also müsst ihr eigentlich sagen, weil das Problem, also ist nicht Rheinland-Pfalz, müsste doch SPD sein, oder nicht? Also das heißt, die haben mit dem Slogan auch verloren. Ist das nicht Malu Dreier aktuell? Ich gebe euch da jetzt mal keine Informationen, solange sie sich nicht alle entschieden haben. Ja, okay, ja. Dann sage ich es jetzt auch nicht. Ich habe ja schon entschieden. Peter, ich weiß nicht. Also die Würste will ich nicht nehmen. Weil also, Leute als Würste zu bezahlen, vor allen Dingen sind Pfälzer Leberwürste überhaupt ein Ding? Keine Ahnung. Die ist lecker. So eine grobe Leberwurst. Ich nehme auch die 5. Du nimmst auch die 5. Da freut sich jetzt einer. Krass, dass ja, drei Leute das gleiche nehmen, finde ich impressive. Christian. Aber wer freut sich jetzt? Ja. Den Move musst du mir erklären. Ja, ich will halt keine Christen schenken. Also 1, 2 und 4 kann halt, also ne, wir zusammen für unser Bundesland, Peter, ist viel zu nah dran an meinem. Ja, das stimmt. Das mit den Würsten will ich nicht nehmen. Christlich in die Zukunft und wir machen das. Also wir machen das, kann genauso gut von einem sein wie Christlich in die Zukunft. Oh, und da wirst du gesagt, ah, gehst du in die safe Route und ja, nimm deinen eigenen. Bevor ich ja, okay. Smart. Also, das ist ja, okay. Smart. Ach, das ist ja der lame way. Vor allem, wenn er 2 Punkte eh schon hat, also. Ja, aber ich bin, keine Ahnung, 3 Punkte hinten. Also, jetzt noch Punkte verschenken. Ja, scheiß drauf. Jay und Bram geben also Christian 2 Punkte insgesamt. Ich habe nur nicht einmal mein eigenes genommen. Wir sind ihre Pfälzer Leberwürste, Mann. Wollte Sepp belohnen. Danke, Sepp. Natürlich. Ja, ging von Jay aus. Ich musste die CDU irgendwie beleidigen. Das ist so kreativ einfach. Ich konnte es nicht anders. 30 Sekunden, sich das auszudenken, ist einfach stark. Ja, finde ich gut aussehen. Die CDU ist da nicht ganz so kreativ. Ich habe mal nachgeguckt, was deren, also 2011 war ihr Slogan Zukunft statt Vergangenheit. 2016 war der Slogan frischer Schwung, neue Kraft. 2019 gemeinsam Heimat gestalten. Und seit 2021 ist der Slogan wir machen das. Alter, wir machen das. Alter, sind das Langweiler. Das ist halt wirklich so ein, also wirklich das mit Merkel ja, im Bild ja verstehe ich. Also, du musst ja aber mit Merkel macht man ja keine Werbung mehr. Politik. Politischer Slogan. Also da ist jetzt nichts, irgendwas Hippes, Freshes kommt. Also, okay. Warum ich meine, das ist ja die CDU, aber wir machen das mit Laschet im Hintergrund. Alter, boah, da cringe ich ja komplett Laschet weg. Laschet ist doch NRW. Ja, ich weiß, aber wenn die halt, ist ja Rheinland-Pfalz, aber wenn das so wäre. CDU. Wir machen das. Und nächste Woche machen wir es wieder anders. Hey, und da machen wir es nochmal anders. Wir bauen Brücken oder so. Armin Laschet, CDU. Oh, CDU Rheinland-Pfalz ist Julia Klöckner scheinbar Vorsitzende. Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz ist Julia Klöckner. Glykophosphate? Nur mit dir. Ja, wir machen das. Produktplatzierungen. Ich Klöckner dir ein. Okay. Mal machen müssen. Für den nächsten Begriff gebe ich euch doch glatte 45 Sekunden Zeit, weil oh das Gott, ist jetzt das wieder ein Lexikon-Begriff und ich möchte euch Zeit geben, damit ihr euch was überlegen könnt. Okay. Weil der ist geil. Ein bisschen schwierig. Oh nein. Eure 45 Sekunden laufen sofort. Ihr müsst mir die Lexikon-Erklärung oder Duden-Erklärung für den Begriff Bimbam geben. Und eure Zeit läuft. 10, 9,
7. Ja, komm, weißt du. 6. Drauf geschissen. 3, 2, 1. Und die Zeit ist abgelaufen. Bim Bam. Vorschlag 1. Ausdruck der erstaunten oder erschrockenen Betroffenheit. Vorschlag 2. Kommt aus einem Volkslied und wird meist spöttisch verwendet. Vorschlag 3. Lautmalerei für einen klingenden Ton. Alter. Vorschlag 4. Eine unerwartete Aussage. Und Vorschlag 5. Das Geräusch einer Glocke. Bram, du darfst zuerst. Viel Spaß, Bram. Das ist auch super doof. Okay, das erste schließe ich aber tatsächlich aus. Warum? Weil das ist, glaube ich, heiliger Bimbam. So, weißt du, so, ach du heiliger Bimbam. Dann ist man so erstaunt und Dings. Das ist das erste, woran ich denken musste, als das nur kam. Christlich. Kommt aus dem Volkslied. Kann sein, kann sein. Eine unerwartete Aussage. Okay. Habe ich das jemals schon gehört? Jay sagt irgendwann, irgendeiner von uns sagt Bimbam? Bimbam! das habe ich noch nie gehört. Oder das war jetzt ja ein Bimbam oder so. Der, ist das nicht auch ein. Ich glaube, das ist auch ein Pokémon und das ist doch der Sohn von Barney Geröllheimer, oder? Der ist Bimbam. Ach, Bimbam, okay. Das ist ja die Schwester. Nein, nah dran. Das ist die Schwester Bimbam. Kommt aus einem Volkslied, hätte ich mir noch so erklären können, dass man irgendwie singt lalalala Bimbam oder so, okay, aber wird mal spöttisch verwendet. Macht es dann weg. Tja, also nehme ich. Ich nehme die 3. Lautmalerei für einen klingenden Ton. Ah. Der steht Sebastian. Klingenden Ton, Peter. Was hab ich denn schon wieder gesagt? Sagst du mal klingenden. Klingenden Ton. Ich nehme die 1. Sepp nimmt die 1. Guck mal, das, was Bram direkt ausgeschlossen hat, wird vom Bim Sepp genommen. Finde ich gut. Christian. Ja, ich orientiere mich jetzt mal nicht an Sepp, sondern an dem, was Bram gesagt hat. Der hat mir eigentlich die einzige Erklärung. Ich habe die ganze Zeit gewartet, so, da steht nichts, was ich unter Bim Bam verstehen würde. Hat mir eigentlich nur die Erklärung geliefert für die 1. Außerdem, glaube ich, ist Betroffenheit ein Wort, was niemand von uns verwenden würde. Deswegen nehme ich auch die 1. Guck mal, Christian erklärt auch noch die Herleitung und Jonathan. Boah. Meinst du, Lautmalerei nutzt wer? Außer Bram? Boah, ist das sagen, zweimal, du hast zweimal einen Ton. Das ist nicht ne? von mir. Aha. Bimbam liegt im Namen. Das Geräusch einer Glocke. Das ist Klingelingeling. Nee, eine unerwartete Bimbam. Aussage. Von einem Glöckchen. Das ist Jay. Ja, stimmt, da müsste ein Glöckchen stehen. Lautmalerei für einen klingelnden Ton. Das hört sich scheiße an. Kommt aus einem Volkslied und wird meist spöttisch verwendet. Das ist auch was ganz anderes. Und. Ach komm, ich nehme einfach mal die 2. Guck mal, nur nicht da, die 1, Jonathan. Nee, weiß nicht. Ich glaube, das könnte deins sein. Weil Heiliger. Ich finde, Heiliger Bimbam ist halt. Weiß nicht. Ich finde, Bram hat schon das richtig ausgesprochen. So, man sagt ja Heiliger Bimbam und nicht Bimbam. Ja. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jay hat selbst genommen. Schade. Hey, wie gesagt, ist okay. Nehme ich auch gerne. Das ist aber super. Das heißt, Sepp hat sich nicht selber genommen. Nee, Sepp hat sich nicht selber genommen, nee. Bram hat Christian genommen. Okay. Ja, mir fiel das Wort für Lautmalerei nicht mehr ein. Das war Ono. Weiß ich nicht mehr. würde dieses Lied, das fand ich übrigens geil. Da war Christian schon fast überführt. Betroffenheit würde keiner verwenden. Aber würde jemand Lautmalerei verwenden? Christian schweigt. Ja, nee, das war doch super. Also, wenn keiner Lautmalerei verwendet. Lautmalerei war ja für nicht mich, von uns. Weil ich
das Geräusch einer Glocke hat. Dann dachte ich mir, oh cool, dann war ich ja vielleicht ganz nah dran. Onomatopoesie. Wenn ich das geschrieben hätte, hätte Alter. Das jeder genommen. Ohne Witz. Aber das fiel mir nicht mehr ein. Aber Christian, du hast es sehr gut hergeleitet. Eigentlich haben Bram und du es gemeinsam sehr gut hergeleitet, denn der Duden-Eintrag bezieht sich auch auf Heiliger Bimbam, ist aber nur für Bimbam. Das ist ja schön. Ja, also die Überschrift ist halt einfach nur Bimbam, aber dann halt Ausdruck der erstaunten oder erschrockenen Betroffenheit wird dann auch mit Beispiel Heiliger Bimbam verwendet. Aber drüber steht halt nur Bimbam. Also ist Sepp und Christian bekommen dann jeweils nochmal einen Zusatz. Ja, erschrockene Betroffenheit, das schreibt doch von uns keiner. Also selbst wenn, dann hat er halt den Punkt auf jeden Fall verdient. Ich schreibe im nächsten erschrockene Betroffenheit. Okay, dann will ich sehen, wie du das unterbringst. Ja, Moment, wenn CDU-Slogan hatten wir schon, Bram. Ja. Der war nice. Okay, ihr habt jetzt wieder nur 30 Sekunden Zeit. Okay. Denn das nächste kommt jetzt nicht in der Schwierigkeit, dass ihr nicht wisst, was es ist, sondern, was ist wohl die richtige Beschreibung? Es geht nicht um einen Slogan, es geht um wieder einen Duden-Eintrag. Ich hätte von euch gerne die Beschreibung, was ist Bartöl? Was? Bartöl, ich schick's euch nochmal kurz hier in Teamspeak, falls ich abgeschnitten wurde. Bartöl, für den Bart das Öl und die 30 Sekunden laufen. 3, 2, 1. Ich bitte ums Verschicken eurer Predictions. Ruhe-Handy. So. Bartöl. Ja, hab ich sogar hier liegen. Echt? Trinkst du das immer? Nee. Weiß gar nicht, warum ich das mal hatte. Warum hab ich mal geschenkt bekommen. Vielleicht wolltest du dir mal einen Bart wachsen lassen. Vielleicht wollte ich mir mal einen Bart wachsen oder lassen. Oder für deine Haare. Nee. Das benutzt man ja nicht für die Kopfhaare. Kommen wir zu den Predictions. Kann man doch Prediction aber bestimmt, 1. Oder? Bartöl. Ja. Öl zur Pflege eines Bartes. Bartöl. Pflegebalsam für Gesichtshaar. Bartöl. Pflegeprodukt für die Gesichtsbehaarung. Oder Bartöl wird zur Pflege der Gesichtsbehaarung verwendet. Oder Bartöl. Pflegeprodukt für die männliche Gesichtsbehaarung. Sebastian darf anfangen. Viel Erfolg. Man sieht, dass Riege 3 und 5 identisch ist, außer dass da männlich steht. Ja. Aha. Ja, das sehe ich genauso wie du. So, Gesichtsbehaarung wird zur Pflege der Gesichtsbehaarung verwendet. Nee. Das klingt nicht so dudig. Also das Pflegeprodukt für die Gesichtsbehaarung ist schon okay. Pflegebalsam. Das war Balsam für die Gesichts. Also wir wissen zumindest alle, was das ist. Ja, das also damit kann man wohl schon mal einhergehen. Also für Gesichtshaar finde ich irgendwie komisch. Pflegebalsam. Obwohl Balsam wieder so ein bisschen abwegig ist. Ist vielleicht ein Wort, was keiner von uns benutzen würde. Öl zur Pflege eines Bartes. I'm a simple man. Das ist schon so stumpf. Mache ich 50-50 auf die Gesichtsbehaarung, auf die Pflegeprodukte. Ich nehme die 1. Alles klar, Sepp nimmt die 1. Christian. 3. Christian, Pflege. Guck mal. Ja, die sind alle gleich. Also ist völlig egal. Jonathan. Schwierig. Also ich bin auch bei Sepp tatsächlich, dass er sagt, 2 finde ich Quatsch. Balsam vor allem auch, das ist ja ein Balsam, so ein Öl, keine Ahnung. Ein Pflegeprodukt, finde ich, ist es. Da ist die Frage, ich glaube, man gendert doch da nicht mehr, oder? Also kann ich mir nicht vorstellen, so für die männliche Gesichtsbehaarung, also ich meine, warum soll man das nicht auch, wenn man, also warum muss man das als männliche Gesichtsbehaarung benutzen, so? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es heutzutage Frauen, was dagegen kämpft.
Ich weiß es nicht, aber... Nicht, dass es besser und stärker wächst. Nichtsdestotrotz... Ja, ich glaube, das ist halt nur dafür... Also Christian kann das wahrscheinlich eher sagen, aber das ich weiß nicht, ob er so, oder ob ihr das alle benutzt als Bartöl. Also das benutzt ihr ja, um den halt so geschmeidig zu machen und damit der halt glänzt und so. Ja, und stark ist, ne? Kein Spliss. Stark? Aha. Ja, keine Ahnung. Spliss. Ich gehe, glaube ich, ich gehe halt einfach wirklich mit Chris. Tatsächlich auch, ja. Okay, okay. Im Endeffekt hat es ja wahrscheinlich sogar eine ähnliche Wirkung wie Spülung. Also. Ich glaube nicht, dass das männlich ist. Ram. Aber ich möchte noch einmal sagen: Props an die Leute, die alle Gesichtsbehaarung genommen haben. Ich habe mir gedacht, ich nehme das auch, weil das nicht benutzt wird von euch, sondern eher Bart kommt. Und die habt das so alle benutzt, ihr Schweine. Ja, du kannst halt auch... Ja, jetzt kann Bram gerne gessen. Also ich habe eine Gesichtsbehaarung in meinem Slogan verwendet, in meinem Spruch verwendet, Bram. Ja, das ist ganz schön nett. Mhm. So, ich bin auch ein einfacher Mensch und ich glaube, der Duden ist auch so einfach. Ich glaube, darüber haben wir uns schon mal aufgeregt, dass der Duden Wörter mit dem Wort erklärt. Kann ich mir auch vorstellen. Deswegen nehme ich auch die 1. Bartöl ist laut Duden ein Öl zur Pflege des Bartes. Okay, Bram nimmt auch die 1. Wieder schöne Aufteilung. Ich auf Chris reingefallen? Nein. Nee. Ihr habt beide ehrlich versucht, das Richtige zu finden. Immer. Und das kam von Bram. Der dadurch schon mal 2 Punkte bekommt. Sepp und Bram haben den Duden voll durchschaut. Ja, das Bartöl ist einfach simpel. Öl zur Pflege eines Bartes. So simpel ist die Sache. Ich finde das tatsächlich eine ganz schlechte Beschreibung, weil das ist keine. Es ist keine Beschreibung. Also im Endeffekt das gleiche Wort nur nochmal aufgedrückt in einem Satz. Das ist total dumm. Aber so ist es. Es ist, wie es ist, meine Freunde. Gut gemacht, aber ich find's geil, dass sie halt alle Gesichtshaar oder Gesichtsbehaarung benutzt hat. Keiner hat Bart benutzt und die Wahrheit und Bart war halt Bart. Bart ist richtig. Ja, ohne Scheiß. Du musst aber auch, dass also auch Pflegeprodukte ja im Endeffekt das Öl nicht beschreiben. Also. Ja. Nach dem, was du da verstehst, deswegen müsste man ja Öl erst definieren und dann irgendwie Pflegehinweis dahin machen oder so. Ja. Ich habe übrigens mal Balsam gegoogelt und das hätte schon gepasst. Also bei Pflegebalsam im Duden steht da ein Balsam zur Pflege drin. Ja. Balsam. Deswegen kommen wir jetzt auch zurück zu den Slogans. Okay. Geil, Slogans sind immer gut. Da sehe ich mich. Ich gebe euch jetzt aber nochmal 45 Sekunden, damit ihr da ein bisschen länger dauert. Nein, es kommt wieder irgendein Slogan zu. Warte, ich hatte irgendwo schon mal einen Slogan, den ich noch nicht benutzt habe. Ich hätte von euch gerne den Slogan. Wow, Sepp. Das ist hart. Das tut Peter, weh. Du hast es nicht verstanden. Hä? Okay. Kriegt man auch noch was erklärt? Okay, nee. Alles gut. Ich hätte von euch gerne den Slogan zum Apple iMac. Also nicht zu dem Unternehmen Apple, sondern zu dem Apple iMac. Ist das der Laptop? Der Apple iMac ist ein Computer. Das ist ein Computer in dem Bildschirm drin, den man sich auf seinen Schreibtisch stellen kann. Ja? Okay, eure 45 Sekunden laufen. Okay. So, bitte mal abschicken. Ey, keine Ahnung, das ist schon wieder. Ich werde aber wieder mit 3 Punkten am Ende die Scheißshow verlassen haben als letzter, so eine Kacke. Scheiße. Okay, wir haben Apple iMac. Oh Gott. Think different. Wir haben Apple iMac. Leistung muss glänzen. Apple. Was? Wir haben Apple iMac. Sag Hallo. Wir haben Apple iMac. Da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Und dann haben wir noch I Mac dir was. Und Christian darf jetzt beginnen. Ach nee. Oh Gott, was? Ich nehme die 1. Okay. Christian nimmt die 1. Jonathan.
finde das diesmal relativ. Also, diesmal ist es eine 50-50-Entscheidung. Think different oder sag hallo ist von einem logischerweise erfunden und von dem anderen halt das Ding. Ich sag mal, sag hallo. Okay. Die anderen drei sind von einem von uns. Ganz einfach. Brammen, siehst du das ähnlich? Das ist richtig bitter, weil ich eine der Antworten exakt so geschrieben hatte und hab dann geändert. Oh, und jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich gebaitet werde, weil mein Gedanke, warum es geändert hat, ist, ach nee, das ist der alte Slogan. Und jetzt weiß ich gerade nicht, okay, jetzt sitzt er da doch drin. Also meinte die Person jetzt auch, dass das der alte Slogan ist oder ist das der aktuelle Slogan? Aber du meinst, du das kennen? Ja, also ich kenne den Slogan von Apple, aber ich dachte halt, dass der alt ist. Hm. Ja? Was ist denn der alte? Ja, da du noch dran bist, deswegen drücke ich mich ja so kryptisch aus, ne? Ja, du nimmst ihn. Dann habe ich ihn aufgeschrieben und dann habe ich was anderes geschrieben, weil ich mir dachte, nee, das ist bestimmt ein Alter und dann, naja, das hat bei Penny schon nicht geklappt, dann machst du das nicht. Aber jetzt steht er da und jetzt denke ich mir gerade, so soll ich den nehmen. Oder vielleicht auch nicht. Und ich glaube, ich werde mich für eins von beiden entscheiden. Selbst ich dachte aber nicht, welches, und ich nehme die 1. Okay, Bram nimmt die 1. Und Sebastian bleibt noch dann übrig. I mag die. Ich nehme die 1. Nimmt auch Scheiße. Die 1. Fuck, ich bin am Arsch. Bram, du wirst länger. Ist das deins? Mir fiel nichts Besseres ein als der ganz alte Slogan von Steve Jobs. Ich dachte auch so, ey, ich hab nur Quatsch geschrieben am Anfang. Ich hab erst geschrieben, weißt du, sowas wie Kundensupport, Preis, Quatsch, Leistungssymbol, Statussymbol. Ja. Muss das Sag Hallo sein, oder? Komm mal, es ist bitte nicht ein Mac dir was. Also die 1 ist es nicht, ne? Die ist von Christian, hat er ja gerade okay, schon. Okay, aber das ist doch nicht ein Mac dir was. Wenn jetzt Sag Hallo, also komm, ich wundere, löst Sag Hallo also, bitte auf. Ich wundert generell schon, dass der auf Deutsch ist. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja gut, das ist dann halt. Und dann muss es aber eigentlich was Simples sein. Also müsste Jay ja eigentlich recht haben. Oder? Ein Mac dir was ist es nicht. Also ja, komm, oder? Dann ist es aber auch nein, no way. Da du, Jonathan, weißt, dass Leistung muss glänzen, Apple von dir ist. Ich dachte halt, das wäre lustig. Am Ende nochmal so geil. Apple! Ja, weil halt so glänzen, dann hat die ja, da so, ich dachte mir halt so eine Werbung, dann Apple haben die da so einen glänzenden Apfel neben dem iMac liegen und dann Leistung muss glänzen, Apple. Fertig. So. Da so, fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, ist von Bram. Bram, da habe ich bei dir tatsächlich diesmal eine Frechheit gemacht, weil du hast es davor iMac stehen. Ah, das ist schon okay. Aber das habe ich einfach mal weggelöscht, weil das hat keinen Sinn ergeben. Da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, ist von Bram, sag Hallo. Guck mal, ist der Jay, korrekte. Richtig, nice. Ja, wie gesagt, diesmal war es halt eine 50-50-Entscheidung, 1 oder 3. Für mich, ganz klar. Aber hatten die nicht sogar so jetzt im Nachhinein, hatten die nicht diesen Song sogar, You Say Goodbye, nee, I Say Hello war Vodafone oder so, ne? Hätte ich mal Think Different stehen gelassen. Das wäre doch mega geil. Ey, das wäre der Shit gewesen. Ich hätte es ohne Punkt geschrieben. Wie soll das da gehen? Also, ja, okay. Ja, meinst du ohne Punkt? Dann hätten wir es ja auseinander. Ja, aber sonst hätte ich ja meinen nicht mal auseinanderhalten können. Weißt du, dann wäre ja zufällig gewesen, ob ich deinen nicht. Ich hätte dann nur 4 Predictions dahin geschrieben. Und das so, hätte ja, für okay. euch beide gezählt, wenn ihr unterschiedlich, also wenn ihr quasi gleich, exakt gleich getippt hättet. So, wir haben noch 2 Runden vor uns und der aktuelle Punktestand ist, Sebastian und Christian haben beide 7 Punkte und Jay und Bram haben beide 4. Yep. Alles und drin. Ich kann euch sagen, das sind beides noch Slogans. Okay. Oh. Sehr gut. Okay. Das ist gut. Ich gebe euch für beide 45 Sekunden. Jetzt hier im großen Finale nochmal. Alter. Gönner Peter, wieder. Alter, leck mich doch am Arsch. So, als erstes hätte ich gerne von euch in 45 Sekunden einen Vorschlag für den Slogan von Postbank. Bitte schreiben Sie mir, falls noch nicht geschehen. Scheiße. Gut, Postbank. Prediction 1. Wir machen mehr aus Ihrem Geld. Postbank. Die Pastbank. Postbank. Jung, modern, stabil. Ah, und dann genau so ein Slogan. Genau das verbinde ich mit der Postbank. Postbank. Zukunftssicher angelegt. Und Postbank. Unterm Strich
ist es mein Geld. Das ist ja mal mega nice. Bitte was? Jonathan darf beginnen in der vorletzten Runde. Oh, da lässt ich mich letzter, ne? Geil. Ja, du darfst als letzter. Und Strich ist es. Wir machen mehr aus ihrem Geld. Aha. Nee. Passt. Das kennt Jay nicht. Ich finde die Postbank geil. Das finde ich auch super, ja. Ich finde die Postbank nice. Okay, Jay nimmt die Postbank. Bram. Tja, das ist schwierig. Ich dachte, ihn zu kennen. Aber dann habe ich mich geirrt. Und dann hast du unterm Strich ist es mein Geld geschrieben, oder was? Unterm Strich ist es mein Geld, ist aber auch. Hey, die hatten irgendwie sowas. Unterm Strich ist es mein Geld. Das ist wirklich brav. Unterm Strich. Genau! Die hatten unterm Strich zähl ich. Das hatten die mal. Ah. So war nämlich. Okay, aber ich gehe mit Jay. Also wenn das jemand anders hat, gerne. Ansonsten, das ist so doof, dass keiner von uns drauf gekommen. Das glaube ich nämlich auch. Okay, Bram. Nimmt oder hart verschrieben. Zwei. Das wäre auch lustig. So, die Postbank. Hey. Das ist auch eine Korrektur, die Postbank. Und alle fallen drauf rein. Oh Mann. Ja, bleibt noch Sebastian, der jetzt dran ist. Also jung, modern, stabil, das ist nicht zukunftssicher angelegt, ist auch komisch. Nimm die 5. Nimm Aber die Postbank, das ist... Passt! Das... Also... Schon smart! Ja, schon einer richtig gut nachgedacht. Das fand ich irgendwie gut. Ich nehm mal lieber die 5. Was? Die 5? Ja. So. Okay. Endlich mal einer, der das versteht. Letzten die Punkte geschenkt. Was soll das denn? Das ist ein guter Slogan. Ich hab's auch nicht verstanden. Okay, ja, Federchen, pass auf. Ich habe schon wieder mehrere Probleme. Wir machen mehr aus ihrem Geld. Ich glaube, das ist ein Slogan von der Bank, vielleicht auch von der Postbank, aber vielleicht ein alter. Oder von ist nicht, wir machen mehr aus ihrem Geld von der Deutschen Bank gewesen? Oder sowas? Das würde zu jeder Bank passen, ne? Jung, modern, stabil. So, also ich glaube, selbst die Postbank würde sich so nicht bezeichnen. Die 4 ist von mir, die 5 ist von nach Bram. Einem Dildo. Also entweder ist es die 1 oder die 2. Und wir machen mehr aus ihrem Geld, kenne ich viel zu sehr. Dann ärgere ich mich halt gleich, ich nehme auch die 2. Alles klar, Christian nimmt auch die 2. Sepp wollte hier einen Move machen. Ja. Hat Bram einen Punkt geschenkt, mit vollem Bewusstsein. Ich wollte vor allem Christian dazu bringen, mich zu nehmen. Hä? Du, deins war, wir machen mehr aus ihrem Geld. Okay, da war natürlich dann davor. Aber wir machen mehr aus ihrem Geld, ist halt nicht das Richtige gewesen. Stattdessen hat sich Christian einen Punkt geholt, denn er hat das Richtige gewählt. Genauso wie das belasten. Jonathan und Bram. Aber warum schenkst du dann Bram den Punkt? Damit du letzter wirst. Nein. Ja, was soll der Scheiß? Ohne Mist, da denke ich mir nämlich auch. Bram hat so offensichtlich gesagt, dass das seins ist. Warum nimmt er nicht sein eigenes? 3000 IQ ist. Ja, warum hätte ich denn mein Christian eigenes nehmen sollen? Nein, Sepp. Ach so. Christian denkt, die 2 ist von mir. Ich nehme natürlich nicht mein eigenes und versuche halt was anderes zu nehmen, um Christian zu baiten. Oder halt nicht zu baiten, weil es so offensichtlich wäre, wenn ich die 2 nehme. Und ich wollte ihn dazu bringen, dass er die 1 nimmt. Der hat ja sogar ihrem Geld falsch geschrieben. Dann ist keiner drauf gekommen. Stimmt, das bis ist jetzt gerade. Ja gut, also Sepp hat da was probiert. Manchmal gehen Taktiken halt einfach nicht auf. Also du bist halt auch Letzter, also... Wow. Das war von der anderen Christian, Bank, sammel gleich mal, was deins ist. Oh Gott. Nein, Mann. Wir haben noch aber wir machen mehr aus ihrem Geld, war von der anderen Bank, oder? Keine Ahnung, ich hab mir das ausgedacht. Eins haben wir noch. Dafür habt ihr 45 Sekunden Zeit. Ja. Und ich jetzt hätte von euch gerne den Slogan: Der Stadtwerke Kiel. Let's go. Jung, modern, stabil. Okay. 2, 1. Bitte schreiben Sie mir.
Ach, Christian, warum hast du es denn nicht stehen lassen? Ja, das wird so offensichtlich gewesen. Das hätte Jay. Da wäre. Ich hätte es witzig gefunden, weil Jay hätte sich entscheiden müssen, ob er das nimmt, weil es meins ist oder ob er es nicht nimmt, weil es Jay Sucks heißt. Oh mein Gott, das ist gut! Ja, hat er sich aber gegeben. Ich habe ihn mit. So. Stadtwerke Kiel. Frische Energie für die Zukunft. Stadtwerke Kiel. Ihr verlässlicher Partner seit 1964. Aber wer hat sich die Jahreszahl ausgedacht? Stadtwerke Kiel. Bei uns läuft. Stadtwerke Kiel. Moin, auch versorgt sein. Moin, das ist auch gut. Und Stadtwerke Kiel. Der Fels in ihrer Brandung. Guck mal, da hat extra einer und groß geschrieben. Wie zu guter Letzt. Darf Bram beginnen. Achso. Da kommt jetzt noch einer. Ach so, bei uns läuft's, finde ich ja saustark. Bei uns läuft's, Klärwerke. Aber guck mal, letzte Runde, scheinbar haben sie alle angestrengt. Ja, finde ich auch gute Sachen. Wirklich gute Sachen. Also, für mich gibt's tatsächlich zwei Sachen, die so in Frage. Entweder dieses Moin auch versorgt sein, im Sinne von Norddeutsch, wobei ich gar nicht weiß, ob man den Kiel noch sagt. Aber wenn, dann könnte ich mir so wieder so, keine Ahnung, der 50-jährige hippe Marketingmanager von den Stadtwerken Kiel, weißt du? Weil ich mir auch vorstellen kann, ist er verlässlicher Partner seit 1964, so einen richtigen Langweiler-Slogan. Ja, so, keine Ahnung. Bei uns kriegt ihr immer Strom seit 1964. Frische Energie für die Zukunft. Fels in der Brandung, das wäre eher so für mich so, da muss ich an Brandenburg denken, so, da würde so ein Spruch passen. Bei uns läuft, wäre noch geil, da muss ich am lautesten lachen. Weißt du, drauf geschissen, ich glaube zwei oder vier, aber weil ich lachen musste, nehme ich die drei. Okay, Bram nimmt Vorschlag drei. Sebastian. Ich nehme auch die drei. Sebastian nimmt auch die drei. Christian. Ich muss bei der 5 eher an sowas wie Fernet Branca denken oder so. Gibt ja auch die Stadtwerke als Wasserversorger. Ja, wir haben uns alle Mühe gegeben, Peter. Frische Energie für die Zukunft. Also seit 1964, bitte. Das ist, also bei 2 habe ich wirklich, da denke ich mir so, komm, das kann doch nicht. Weißt du, der Fels in ihrer Brandung. Vor allen Dingen ihrer schön groß geschrieben, weil wir gerade nochmal drauf hingewiesen haben, oder was? Da kannst du auch hinschreiben, also, der Peter in ihrer Brandung. Ja, wäre ja dumm, wenn er jetzt nochmal klein geschrieben hätte, oder? Wenn jetzt jeder drauf achtet. Ja, das stimmt schon. Also ihr verlässlicher Partner seit 1964, also. Die Spannung. Na, die Stille. Ja. Ich weiß einfach nicht, wen ich nehmen soll. Ich bin nur am überlegen, welcher Slogan irgendwo hinpassen könnte. Das heißt ja auch der Fels in der Brandung, oder? Ja, aber das ist bei einer Versicherung. Genau. Keine Ahnung. Das ist der Spruch von irgendeiner Versicherung. Irgendwie der, nee, nicht die, nee, von ist der, nicht von der Hukenburg. Nee, die mit dem Fels da auch. Genau. Mit dem Wasser. Das weiß ich. Also der Fels, das ist von einer Versicherung. Ja, Peter, ich habe echt ein Problem, weil die 1964 glaube ich nicht und frische Energie für die Zukunft, das ist doch von einem von uns. Na gut, irgendwas musst du leider nehmen. Ja, das ist ja das Stimmt, Problem. Mein Wald 1962 haben sie sich gekriegt, Christian. Aber warum sollte die Jahreszahl da rein? Also, weil 1964 ist für mich noch nichts, weißt du, wo du sagen kannst, boah, seit 100 Jahren, weißt du, dann würde ich das da reinnehmen für den Slogan. Das hast du doch häufig bei Handwerkern hier für sie zur Stelle, ja, aber die sind 3000 seit, Jahren. Ja, genau, weil die sind dann seit 3000 Jahren dabei, aber doch nicht seit, du musst ja erstmal umrechnen, weißt du, bei 100 Jahren kann ich das verstehen oder so, aber. Na, 50, da ist keiner stolz drauf. Nee. Also? Gerade überlegen, nehme ich random. Nein, nehme ich nicht. Ich nehme die 1. Ist das eigentlich mit dem Apostroph? Ist das die richtig 1. gesetzt? Okay, Christian. Ist das Apostroph? 1. Was? Mit dem läuft's? Was ist damit? Ist das grammatikalisch richtig gesetzt? Ja. Muss man das wegmachen? Nein. Läuft es, ist es ja, glaube ich, ne? Ja, bei uns grade, läuft es. Gerade
gerade deswegen musst du, glaube ich, ein Apostroph. Genau. Nee, ich habe gerade überlegt, ob da nicht wieder der Rechtschreibfehler bei einem von uns drin ist. Ja, das weiß ich nicht. Ach, ich glaub, du kannst beides machen. Mann. Tja. Nimm die 5. Ja, dann würde ich ja meins nehmen. könnte ich halt tatsächlich machen. Weil dann verteile ich nicht die Punkte für einen von euch. Ich bin halt eher aber dann letzter. Aber das ist ja. Also ich bin halt letzter dann, das ist das Problem. Ja, aber du könntest noch mich kriegen. Nee, kann ich ja nicht. Ja doch, ich könnte dich noch einholen mit dem richtigen, das stimmt. Guck mal, wenn nicht bei uns läuft, halber, ich kann dir sagen, die 4 würde ich an deiner Stelle vielleicht nicht nehmen. Wobei ich den auch echt gut fand. Ja, war, ne? Alter, weil er deins ist? Da habe ich voll den Brain gehabt. Wolltest du nicht erst deins nicht haben, ne? Boah, aber dann ist Sepp richtig pisst, wenn ich jetzt deins nehme. Oh, Jonathan, du kannst Alter, an den Umkehrschluss habe ich gar nicht gedacht. So eine also Jonathan, die erste Runde war schon 10 von 10 Zucker, also. Da waren heute einige gute Runden bei. Ich habe keine Ahnung, ich will auf den Punkt kriegen, scheiß drauf, meinetwegen. Dann... Nimm die 5. Ich nehme auch einfach die 1. Die 1. Langweilig. Ach, wie häufig wir das dieses Mal hatten. Ich habe niemals mein eigenes... Wie oft die 1 und 3 kommen, Peter, du musst mal mehr rotieren. Ja, echt. Steh immer an der gleichen Stelle. Als ob. Nee, das stimmt nicht, Bram. Ich war am Anfang immer wieder. Zwischendurch habe ich auch mal kurz. Habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Ich wollte einfach mal irgendwann raushauen. Fronten direkt. Ich habe sogar versucht, darauf zu achten, ob Peter sich gerade auf meinen Post bezogen hat und dann als erstes mein Ding dahin hinschreibt. Nee, ich versuche da wirklich, solche Metagames gar nicht erst aufkommen zu lassen. da achte ich die ganze Zeit drauf. So, okay, in welcher Reihenfolge Peter hat gerade. Ich habe sogar schon mal geguckt, wann du offline gegangen bist und online in WhatsApp und so. Um zu gucken, ob man hier was sehen kann. Alles achten bei dieser Bande, ey. Okay, ja, also. Alles, was du mir an Infos gibst, ne? Der Fels in ihrer Brandung ist von Jonathan, hat er selber schon gesagt. Moin, auch versorgt sein ist von Christian. Ihr verlässlicher Partner seit 1964 ist von Bram. Ja, war doch super, oder? Das heißt, ich habe jetzt echt Sepp auch noch den Sieg gegeben. Danke, Jonathan, alles gut. Bei uns läuft's und frische Energie für die Zukunft sind noch die, die übrig sind. Und korrekt getroffen ist frische Energie für die Zukunft. Oh. Dann heißt Christian und Jonathan bekommen auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Doch, alles richtig gemacht. Dadurch. Fuck. Bei uns läuft's ist von Sebastian. Und dadurch bekommt Sepp dadurch auch nochmal einen Punkt, aber er hat sein eigenes genommen. Bram bekommt keinen Punkt. Und damit. Wollte er erfolgreich gewinnen oder als Zweiter niedergehen? Das passiert halt, wenn man darauf achtet, ob du online bist oder nicht. Dann verliert dann bist man du Letzter. Ja. Ach, da hast du auch noch nachgeguckt. Oh mein Gott. Geguckt, hat aber nichts gebracht. Er ist trotzdem Letzter mit Jay zusammen. Hand in Hand auf dem 3. Platz. Sebastian, 2. Platz, sehr schöne Runde, genauso wie Christian. Dann stark. Mit einem das Punkt war so also schwer, ich kann aber keine Slogans erstellen. Ja, ich find aber unsere Slogans tatsächlich teilweise echt gut. Also, ja, auch. Also, ja. Moin, auch versorgt sein ist halt übelst insane gut. Also, ich finde, ja, weiß, nachdem irgendwer meinte, sagen die in Kiel noch Moin. Oh, ich glaube, das ist echt so ein Hamburger Ding. Ich weiß nicht, ob das für den ganzen Norden zählt. Da sind jetzt wahrscheinlich wieder super viele Leute angepisst. Na klar zählt das. Ja, also wirklich gut Job an euch Teilnehmer. Ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr hattet Spaß und das war heute eine schöne Runde. Oh mein Gott. Oh, ja, bis zum nächsten Mal, dann mit anderer Tabelle. Haut rein. Tschüss. Ciao.